Wir alle kennen sie. Diese Bilder vom Mittelmeer von Menschen, die in Booten fliehen, oder diese Bilder vom Balkan, Menschen, die in Richtung Norden ziehen. Doch ist das nur ein Teil der Realität der Migration nach Europa? Der größte Teil geht auf legalen Wegen nach Europa. Darauf wollen wir gleich noch eingehen. Aber sehr präsent in den Medien sind auch die erschütternden Bilder von Menschen in Booten auf dem Mittelmeer. Diese Menschen reisen auf gefährlichen Wegen. Darauf wollen wir auch gleich noch eingehen. Schauen wir zunächst auf die Menschen, die legal nach Europa einreisen. Diese Menschen aus Nicht-EU-Staaten brauchen in der Regel ein Visum, um in die EU einreisen zu können. Der allergrößte Teil verfügt über dieses Visum. Wer ein Visum hat, reist preiswert, zügig und sicher. Wer also in der Lage ist, so ein Visum zu bekommen, der versucht das auch. Menschen, die kein Visum bekommen, die reisen in der Regel über lange Zeiträume. Für sie ist es relativ schwer, einen sicheren Migrationsweg zu finden. Dementsprechend oft sind sie Gefahren auf dem Migrationsweg ausgesetzt. Hinzu kommt, dass die Wege, die ohne Visum erfolgen, relativ teuer sind. Man kann also schlussfolgern, wer ein Visum bekommen kann, versucht das. Wer aber in einer Notlage ist und kein Visum bekommen kann, der muss gefährliche, lange und teure Wege in Kauf nehmen. Menschen, die vor Kriegen aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen fliehen, befinden sich in einer solchen Notlage. Ihre Einreise erfolgt deshalb gezwungenermaßen irregulär, also ohne Papiere. Menschen, die ohne Papiere nach Europa aufbrechen, nutzen LKWs, PKWs, Schiffe oder Boote, um Europa zu erreichen. Wir haben schon über diese Bilder vom Mittelmeer gesprochen. Diese Menschen reisen natürlich gefährlich. Sie sind vielfältigen Gefahren auf dem Migrationsweg ausgesetzt. Das gilt besonders für Frauen, Kinder und Jugendliche. Sie werden sehr leicht Opfer von Ausbeutung, von Menschenhandel und Gewalt. Wenn wir also einen Blick auf genau diese Gruppe der irregulär Reisenden richten, dann ist das aus humanitären Gründen wichtig und nicht aus Gründen der Grenzsicherung. Die konkreten Migrationsrouten, die von Menschen genutzt werden, die ohne Papiere nach Europa wollen, verändern sich permanent. Es werden die Routen genutzt, die die meisten Chancen bieten. Daraus wird auch deutlich, dass Verstärkung von Grenzsicherung und Grenzanlagen eigentlich nur bewirken kann, dass Migration gefährlicher, teurer und zeitraubender wird. Es ist also eine Illusion zu glauben, dass durch Grenzsicherung Migration verhindert würde. Wir brauchen also andere Ansätze, um die humanitären Risiken auf den irregulären Wegen zu beheben oder zumindest zu reduzieren. Zwei Möglichkeiten sind da denkbar, zwei Ansätze. Das eine wäre, Deutschland muss sich viel stärker im Bereich der Wiederansiedlung von Flüchtlingen engagieren. Das ist das sogenannte Resettlement-Programm der Vereinten Nationen. Eine andere Maßnahme wäre aber auch, dass EU-Richtlinien angepasst werden, die verhindern, dass Menschen ohne Visum per Flugzeug in die EU kommen können und dann hier einen Asylantrag stellen können und nicht an Außengrenzen oder an Binnengrenzen der EU. Was wären die Folgen vor allem dieser letzten Maßnahme? Die Migrationswege könnten sicherer werden, billiger werden. Zumindest die kriminellen Schlepper würden eventuell arbeitslos werden dadurch. Und die Staaten an den EU-Außengrenzen würden entlastet werden.